Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, wir hatten ja abgestimmt und ihr liebt diesen Brief, ne, und diese Botschaft, die euch eventuell erreichen darf. Ich lege einfach schon los, ihr seid gespannt und lauscht meinen Worten. Lasst uns die Karten zusammen mischen. Und danach mache ich die Kamera aus und dann werde ich euch diese wunderschöne Botschaft, die ja hoffentlich hier auch bei rauskommen wird, überbringen. Also, wir lehnen uns zurück, wir machen es uns bequem. Wir atmen ganz tief ein und ganz tief aus. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir eine Botschaft. Ich möchte einen Brief schreiben. Ich höre mittendrin auf, damit ich wirklich die Message hier erreiche in der richtigen Reihenfolge. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich erzählen? Wem das Mischen zu lange dauert, der spult bitte vor, ne? Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Die wollte auch. Dankeschön. So, 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 so und so. Und so. Alles klar. Also ich denke, wir haben genug Karten. Ich drehe sie jetzt einfach mal auf. Seht ihr das? Ich packe sie hierher. So, 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 so. Und ich zeige euch erstmal die Karten, die aufgeflogen sind, beziehungsweise die ich hier lesen darf. Genau. So, leg mal einfach mal los. Die lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben als erstes die innige Zuwendung. Dann haben wir, oh, die Sucht. Eieieiei. Dann haben wir das Lernen. Ich muss mich mal ein bisschen vom Stativ wegmachen, sonst drucke ich euch an. Dann haben wir die Selbstsucht. Schau dir das mal an. Also, das ist ja echt wirklich mal wieder interessant. Helfen. Wow. Freiheit. Teilen. Attraktivität. Die Übertragung. Die Hand reichen. Was haben wir hier? Rollen. Über Fehler hinwegsehen. Und Eigenverantwortung. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, meine Lieben, ich kreiere euch jetzt die Botschaft, was hier jemand dir gegenüber sagen möchte, sagen könnte, im Unterbewusstsein schlummert oder eben wirklich auch eine Botschaft, die dich demnächst erreichen werden kann. So. So, meine Lieben, es ist vollbracht. Ich habe einen Brief geschrieben, der ist tatsächlich ein bisschen länger geworden. Es ist eine Dankessagung. Jemand möchte hier sich bei dir bedanken. Ja? Also schließ die Augen, lauscht meinen Worten. Ich hoffe, dass ich diesen langen Brief, den ich hier habe, jetzt fehlerfrei vorlesen kann. Ne? Hier seht ihr das? So, zack, ich leg los. Hallo, mein Engel. Dieser Brief soll dir meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ich weiß, dass du dich mir gegenüber innigst zugewandt fühlst. Manchmal hatte ich aber die Befürchtung, dass es für dich
wie zu einer Sucht werden könnte. Entschuldige mir bitte, denn das Einzige, was ich bisher lernen durfte, war, süchtig nach mir selbst zu sein und dementsprechend das Gegenteilige von dir zu tun. Du hast mir dabei geholfen, mich davon zu befreien, davon zu glauben, dass es gut sei, nur an sich selbst zu denken und dass es schlecht sei, mich einem Menschen gegenüber innigst zuzuwenden. Ich möchte dich wissen lassen, wie wunderschön du bist. Du bist der Schlüssel dafür, alles aus meiner Vergangenheit, was ich glaubte, immer noch im Hier und Jetzt leben zu müssen, nun gehen lassen zu können. Du reichtest mir deine Hand. Du hast meine Maske, die ich vor allen trug, genau erkannt. Du siehst mich wirklich. Ich bin dir so unendlich dankbar, dass du so selbstlos über meine Fehler hinwegsehen konntest. Somit weiß ich heute, was es heißt, eigenverantwortlich zu handeln. Endlich habe ich mein Leben wieder im Griff. Durch dich. Ich danke dir vom ganzen Herzen. In Liebe, X. Puh, also ich muss auch sagen, ne? Ey, die Botschaften, die gehen hier ganz tief rein. Wenn ich mir das immer noch mal so durchlese, ich krieg dann immer Gänsehaut. Ja, meine Lieben, das ist wunderschön. Also wenn euch das gefallen hat, ich poste diesen Brief auch noch mal auf Instagram. Kommt da gerne auch hin und dort könnt ihr dieses Video sowie diesen Brief dann auch kommentieren. Ja, ich habe gestern auch ein neues Gedicht in meiner Legung draufgequatscht für euch. Das möchte ich heute noch einfach mal vortragen. Ihr wisst, Königin der Kelche macht gerne Werbung für ihren Gedichtkanal. Schau da auch einfach mal drauf, dass der ist auch unter dem Video verlinkt. Die, die das Gedicht gestern schon gehört haben, beziehungsweise gelesen, gesehen haben, dürfen jetzt abschalten, ne? Ihr dürft natürlich auch dranbleiben. Ich möchte euch von meinem neuen Gedicht dann noch mal kurz vorlesen. Es ist ein bisschen slangy-mäßig geschrieben, ne? Also es ist jetzt nicht so wie das altbewährte philosophische und poetische. Ich habe ein bisschen meinen Slang einfließen lassen. Also nicht erschrecken, okay? Das Gedicht heißt Ich atme auf. Meine Fresse, wie gut das tut, endlich wieder sorglos zu sein. Spürbar, einfach ausgeglichen, ohne Wut. Einfach geil, ich bin nicht mehr dein. Wie viel Zeit ich nun mit mir selbst verbringe und wie viel Dinge ich jetzt sehe. Schaut, wie ich vor Freude in die Luft springe, weil ich nun dies und das verstehe. Ich atme ein und atme aus, spüre das Leben endlich wieder. Alter, das mit dir war echt ein Graus. Ich bin endlich da raus und atme auf. Auch dieses Gedicht könnt ihr auf meinen Gedichtkanal, da seht ihr mich dann auch noch mal unterm Video, euch auch noch mal anschauen. Ich freue mich wirklich mega für all die, die mich dabei unterstützen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und somit auch keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ihr unterstützt mich dabei und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass ich hier schon richtig bin, was ich hier alles eben so mache und tue. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis späti. Ciao.